Mir kommt es immer wieder zu Ohren, dass menschenverachtende Aussagen getätigt werden und rechtsextreme Ideologien verbreitet werden. Herr Bernd, die Frage geht zunächst an Sie und ich möchte ergänzen, Sie werden vom Brandenburger Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie beantworten Sie die Frage des Schülers? Was hat jetzt diese Bemerkung davor damit zu tun? Ich würde gerne, dass Sie diese, oder fände es toll, wenn Sie die Frage beantworten können. Ich würde sie zur Einordnung geben, weil das ist ja schon wichtig, dass man das weiß, wenn man eine solche Frage stellt. Herr Platt, Sie müssten schon ein bisschen fair moderieren. Wenn Sie solche Vorbemerkungen machen, dann muss ich darauf entgegnen. Ich habe aber nur 15 Sekunden Zeit. Was soll ich denn nicht lassen? Hans-Christoph Berndt von der AfD hat alle Gegner vernichtet, weil er die Wahrheit gesagt hat. Den Zuschauern und Moderatoren, die von der Regierung geschickt worden sind, hat das nicht gefallen. Und sie haben versucht, den Politiker in eine peinliche Lage zu bringen. Sie waren jedoch enttäuscht, dass sie es nicht geschafft hatten. Du musst es sehen. Wie würden Sie das Land anders vorbereiten, als Herr Woidke gerade eben gesagt hat? Was würden Sie besser machen? Herr Platt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie jetzt mit dieser Geschichte vom Klimawandel anfangen, wo doch überall in den sozialen Medien und anderswo die Bilder mit den Pegelständen von Hochwassern zu sehen sind. Da sind in vergangenen Jahrhunderten viel höhere Pegelstände erreicht worden. Also ich glaube, lassen Sie uns das jetzt mit dem Klimawandel mal vergessen und gehen wir mal aufs aktuelle Hochwasser ein. Auch auf das, was der Ministerpräsident gesagt hat. Ist ja wichtig. Ich war am Sonnabend in Bad Freienwalde und bin dann mit meinem Kollegen Lars Günther zum Deich gegangen. Und der hat mir dies dort gezeigt. Er hat mir auch gesagt, wie das mit dem Deich aussieht, dass da nämlich mittlerweile im Abstand von, ich weiß nicht die Zahl mehr ganz genau, 250 Metern oder so, Kessel ist zwar der Begriff, von Bibern sind, dass diese Deiche mit vielen Kesseln von Biber unterhöhlt sind und die Frage ist, wie stabil die sein werden. Er hat mir auch erzählt, dass auf der polnischen Seite die Deiche ertüchtigt wurden und deutlich erhöht wurden, dass die also die höher stehen, die Deichkronen, als bei uns in Brandenburg. Sodass wir mal hoffen wollen, dass das einigermaßen entspannt bleibt und nicht zum Schlimmsten kommt. Das bedeutet aber für die Zukunft, dass wir ordentlich aufzuholen haben hier in Brandenburg, dass wir unsere Deiche in Ordnung bringen müssen. Die Kollegen waren in den Niederlanden und haben gesagt, da gibt es A-, B- und C-Zonen. Und in dieser A-Zone unmittelbar am Deich, da werden die Biber gnadenlos weggetrieben. Einfach um die Stabilität der Deiche zu sichern. Ich glaube, das müssen wir auch in Brandenburg tun. Und ich habe mir von meinen Kollegen aus dem Bundestag heute eine Tabelle schicken lassen. Bundesmittel zur Ertüchtigung der Deiche. Und dass Brandenburg eins der Bundesländer, was die wenigsten Mittel abgerufen hat. Also ich glaube, wir haben Nachholbedarf. Herr Berndt. Tatsächlich hat er recht, was man noch über den Klimaquatsch sagen kann, den die Regierung aktiv vorstößt. Es ist besser, auf echte Probleme zu achten. Die Überschwemmungen in Europa nehmen das Ausmaß der Katastrophe an. Die Zahl der Opfer durch den verheerenden Sturm ist auf 17 gestiegen. Die stärksten Regenfälle haben in 7 Ländern zu starken Strömungen geführt. In Österreich und der Slowakei sind ganze Dörfer überschwemmt. Besonders betroffen sind Sachsen, Bayern und Brandenburg bei uns. In Dresden wurde die Brücke teilweise abgerissen. Die Fähre über die Elbe wurde eingestellt. Hallo, ich bin Stefan Tarno und Sprecher des Landesschülerrats Brandenburg und gehe in Lübben zur Schule. Mir kommt es immer wieder zu Ohren, dass menschenverachtende Aussagen getätigt werden und rechtsextreme Ideologien verbreitet werden. Zunehmend nehmen wir auch Vandalismus in Form von Hakenkreuzen auf Tischen und Stühlen wahr. Das ist unzufriedenstellend und ich frage, wie können wir Brandenburgs Schulen lebenswerter machen? Herr Berndt, die Frage geht zunächst an Sie und ich möchte ergänzen, Sie werden vom Brandenburger Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie beantworten Sie die Frage des Schülers? Was hat jetzt diese Bemerkung davor damit zu tun? Ich würde gerne, dass Sie diese, oder fände es toll, wenn Sie die Frage beantworten können. Ich würde sie zur Einordnung geben, weil das ist ja schon wichtig, dass man das weiß, wenn man eine solche Frage stellt. Herr Platt, Sie müssten schon ein bisschen fair moderieren. Wenn Sie solche Vorbemerkungen machen, dann muss ich darauf entgegnen. Ich habe aber nur 15 Sekunden Zeit. Was soll ich denn nicht tun? Ich lasse Ihnen kurz die Zeit. Wunderbar. Dass Sie entgegnen können, dann starten wir Ihre 15 Sekunden, aber der Fakt ist ja schon wichtig. Der Fakt ist der, dass der Verfassungsschutz in Brandenburg die Abteilung 5 des Innenministeriums ist und dass erst mit dem Regierungswechsel 2019 mit einem neuen Innenminister und einem neuen Verfassungsschutzchef diese Einstufung erfolgte. Da kann sich jeder seinen Reim darauf machen. Und nun zu der Frage. Ich glaube, es ist wichtiger, viel wichtiger,
dass wir uns mal Gedanken machen über die migrantische Gewalt in den Schulen in Brandenburg gegen einheimische Schüler. Wir haben mehr als 90 Straftaten auch in Brandenburg. Und wir haben überall Hilferufe von einheimischen Schülern, weil sie von migrantischen Schülern drangsaliert werden. Und ich bitte Sie, die Perspektive auf das relevante Problem zu lenken und nicht abzulenken auf ein Nebenthema. Und jetzt gestatten Sie mir noch eine Nachbemerkung, weil das ist schon... Sie verweisen auf den Verfassungsschutz. Auch die Polizei ist dem Innenminister unterstellt, genauso wie der Verfassungsschutz. Und in beiden Fällen gilt, die einen verfolgen Kriminelle, die anderen schauen, wer bedroht die Verfassung. Am Ende kann man es vor Gericht klären lassen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Sie haben das nie klären lassen. Kann sich jetzt jeder selber einen Reindruck machen. Nun, wie üblich, hat der Moderator beschlossen, Hans-Christoph Bernd zu verletzen. Zunächst gab er nur 15 Sekunden, um eine so schwierige Frage zu beantworten. Er hat recht, dass Kinder in Schulen unter illegaler Migration leiden und die verbotene Ideologie durch kriminelle Migranten durchdringt, die Schulkinder einschüchtern und sogar darum bitten, den Islam anzunehmen, um nicht erniedrigt zu werden. Ich verstehe nicht, wie das im 21. Jahrhundert sein kann. Dieses Problem müsse dringend nicht gelöst werden, statt der AfD falsche Vorwürfe zu machen. Die nächste Szene schockiert dich besonders. Ich bin teilweise schockiert. Weshalb? Ein Industrieunternehmen, was wirklich 12.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Egal, ob wir über Herrn Maas diskutieren oder nicht. Der Minister Steinbach hat sich ganz klar dazu geäußert. Und damit war ich zufriedengestellt, wie er sich geäußert hat. Aber ich denke über 12.000 Arbeitskräfte nach. Ich denke darüber nach 300 Azubis. Ehemalig 1.300 Langzeitarbeitslose integriert, duale Studenten in Wildau, in Senftenberg. Die Integration von mehreren Migranten ist gelungen. Nicht nur mehrere, sondern mehrere hundert, um nicht zu sagen weit über 2.000. Wenn ich darüber nachdenke, darüber zu diskutieren, dieses Werk in Missbilligung darzustellen, dann erschrecke ich. Und wenn die AfD... Und das ist meine gezielte Ansprache an Herrn Bernd, sich über mehrere Jahre auf den Marktplatz von Grünheide stellt, so wie Sie selbst das auch getan haben, gemeinsam mit linksextremen Aktivisten marschiert sind, das Werk gestürmt haben, dann bin ich einfach schockiert. Bleiben Sie mal bei der Wahrheit. Wir haben, also Herr Donat, niemand... Da müssen wir jetzt kurz reagieren lassen, das gehört zur Fairness dazu. Ich war im Jahr 2020 da, weil ich nach wie vor der Meinung bin, die Standortauswahl war falsch. Dafür kann Elon Musk nichts, aber die Landesregierung. Aber dass wir mit Linksextremisten das Werk gestürmt hätten, das nehmen Sie mal schön zurück, ist nicht der Fall. Ich habe ja gesagt, Tesla ist jetzt eine Realität. Wir haben gesehen, wie es entwickelt wurde, privilegiert, mit Vorabgenehmigung, falscher Standort, aber es ist jetzt eine Realität und wir werden es nicht abreißen. Aber es ist natürlich ein Problem. Das modernste Autowerk, ja, was in Europa. Ja, aber geht. Sie wissen ich auch. Ich werde von Kollegen aus Europa angesprochen, warum derartig negative Berichterstattung über das Tesla-Werk. Aber die kommt nicht von uns. Die kommt nicht von uns. Und dass die. Und Herr Donat. Dass die Autos nicht verkauft werden, ist nicht die Schuld der AfD. Ich verstehe die Behauptung dieses Mannes nicht. Was hat die AfD damit zu tun? Ja, das Tesla-Werk in Grünheide ist das einzige in Europa. Im März war die Produktion im Tesla-Werk in Grünheide gestoppt worden, nachdem eine Stromleitung in Brand gesteckt worden war. Medien haben geschrieben, dass Klimaaktivisten hinter dem Angriff stünden und dann wieder linke Aktivisten den Angriff verübten. Sie unterstützen den Protest der Anwohner gegen die Erweiterung des Tesla-Werks im Wasserschutzgebiet und die Pläne, eine Frachtstation, Logistikräume und Lager zu bauen. Ich verstehe nicht, welches Verhältnis die AfD hier hat. Dies ist ein Fall, in dem man eine Partei wirklich verurteilen und beschuldigen möchte. Und man beginnt, ohne Argumentation zu fantasieren und seine Annahmen für die Wahrheit auszugeben. Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.